Ich begrüße euch ganz herzlich zum Abend hier zum Thema Trikon Asana. Fünf Bewegungsabläufe, die aus dem Dreieck heraus entstehen. Und zwar für das klassische Trikon Asana gehst du erstmal in so eine ungefähre Armlängenweite Abstand der Beine. Du musst halt schauen, dass die Füße so auseinander kontrahieren, so auseinanderziehen, weil dadurch bringst du Stabilität und Spannung durch deine Beine bis in den Oberkörper hinein. Also die Beine sollten wirklich gut stabil sein, damit die Hüftknochen sich auch irgendwann nicht mehr verschieben, sondern frontal aufgerichtet bleiben. Jetzt bleib mal so, wie du bist und geh mal ins Auswärts mit dem einen Fuß. Gerne mit dem rechten Fuß, also von hier, von der Parallelhaltung, geht jetzt quasi der Fuß ins Auswärts, also schert aus, spitz aus. Von der Parallelhaltung hier in die Auswärtsdrehung 180 Grad. So, jetzt streckst du die Arme in einer Linie auseinander, Steißbein mal so ein bisschen einrollen, Bauchnabel nach innen oben ziehen und jetzt ziehst du dich mal ganz schön raus und senkst hier jetzt mal da, wo dein Arm unten ankommt, ab. Wenn du merkst, irgendwie du hast wenig Freiraum, kannst du auch den Schritt größer machen. Das ist auch okay, dann kommst du besser in die Tiefe, dann machst du nur eine Fußbreite, machst du den Abstand größer und ziehst dich dann lang raus. Dann hast du eine bessere Vertiefung. So, und das machst du dann quasi, diese Kippbewegung machst du in der Ausatmung. Der andere Arm, der geht nach oben raus und dann schaust du gerne hier in deine energetische Handmitte in Richtung der nach oben zeigenden Hand. Wenn du merkst, das wird hier zu intensiv im Spielbein, kannst du gerne das Bein auch etwas beugen und dann so in diese Haltung übergehen. Genau. Und sonst versuchst du hier wirklich die Hüftknochen immer wieder neu zueinander kontrahieren zu lassen. Steißbein also einzurollen, Bauchnabel nach innen oben ziehen und die Arme auseinander zu ziehen. Einatmen, zieh dich hoch, ausatmen, senk den Arm wieder ab. Zur anderen Seite mal. Auch hier wieder gerne sonst den Schritt ein bisschen größer machen als die Armlängenweite, als Abstand. Also justiere dich da wirklich selbst hin. Und dann ziehst du dich in der Ausatmung raus, bis du ankommst. Hier auch mit der Hand wieder Steißbein einrollen, schau in deine nach oben ausgerichtete Hand. Hier kannst du auch die Hand mit dem Handrücken gegen die Fußgelenksinnenseite quasi drücken. Das presst dich auch nochmal mit in die Stabilität nach oben. Einatmen, wieder hochziehen, ausatmen, die Arme wieder senken. Das ist jetzt ganz klassisch Trikon Asana. Wir haben jetzt ein paar Bewegungsabläufe als Übungen, die daraus entstehen können. Und zwar ist das jetzt quasi der zweite Bewegungsablauf. Wieder wie eben. Hier erstmal lang rausziehen, ausscheren, ausatmen, hier ankommen, reinjustieren. Und diesmal den Arm parallel über den Ohr ausrichten. Der Blick geht aber diesmal in Richtung Raummitte. Also gerade Richtung Vorderseite des Körpers, gerade raus. Versuch den Kronpunkt auch in diese parallele Ausrichtung, also in einer Linie zu halten, zum Oberarm. Und einatmen nach oben, ausatmen senken. Und so machst du es dann auch zur anderen Seite. Also wichtig ist wirklich diese parallele Haltung, immer mehr in die Vorstellung zu gehen, dass der Oberkörper parallel zum Boden wie der Arm ausgerichtet ist, bis zum Kronpunkt durch. Okay. Dann haben wir noch eine schöne Übung. Auch hier gehen wir gerne ins Auswärts nochmal, wie eben, Bewegungsablauf 1 und 2, das ist jetzt der dritte. Und zwar ziehst du dich jetzt auch hier wieder in der Ausatmung weit raus, senkst dich hier ab und diesmal senkst du den anderen Arm mal hier auf die freie Bauch- oder Brustkorbseite. Der Blick wird auch wieder vorwärts, also in Richtung Vorderseite des Körpers, in Richtung Raummitte ausgerichtet. Und so machst du es dann auch zur anderen Seite. Also hier hast du auch nochmal so eine ganz kleine Rotationsbewegung sozusagen.
eine intensivere Dehnung auch hier im Taillen- und Brustkorbbereich. Ja, die vierte Bewegung als Ablauf oder abgeleitet aus dem Dreieck ist auch sehr schön. Dafür bringst du aber die Füße parallel zueinander. Gern wieder in dieser Armlängenweite geöffnet, ungefähr. Diesmal bringst du die Hände mal gefaltet so zum Gesäß hin. Genau, da bleiben sie auch. Und dann atmest du hier eine Aufrichtung ein. Und in der Ausatmung versuchst du dich mit der Stirn Richtung Kniegelenk zu beugen. Guck dabei, dass die Hüftknochen sich nicht verschieben. Dafür musst du die Fußsohlen gut gegen die Matte gehalten haben. Einatmen, kommst du wieder nach oben. Und mit der Ausatmung dann mal die Seite wechseln. Nach der Ausatmung kurz innehalten, Atem auch anhalten. Und dann machst du wieder den Wechsel. Ein nach oben und aussenken. Eine Runde ist dann einmal rechts und einmal links. Das kannst du dann so oft machen, wie du Zeit hast. Das ist auch ganz schön, kommst auch in die Dehnung der Rückseite der Beine unter anderem. Auch die Wirbelkörper werden voneinander gelöst und die dort liegenden Nerven werden stimuliert. Das ist im Grunde eine Vorwärtsbeuge. Die nächste Übung ist auch nicht so einfach, weil es eine Drehübung beinhaltet. Ist aber sehr schön, dass Sie gleich merken, du atmest hier in der Aufrichtung wie eben ein und ausatmend schert der Arm nach hinten zurück und die linke Hand geht in die rechte Fußfassung. Ein und ein, aufrichten, aus, hier nach der Ausatmung auch gern wieder innehalten, kurz den Atem anhalten, wieder zurückkommen, ein und aus. Ja. Das waren dann die Bewegungsabläufe aus dem Dreieck heraus. Dann gibt es noch das Dvikonasana. Das ist die sogenannte doppelte Winkelhaltung. Geh hier wieder in die parallele Fußstellung zueinander. Die Hände mal gefaltet, nach hinten hin wieder. Atmest hier ein, Brustkorb hebt sich, Steißbein einrollen. Und mit der Ausatmung geht der Oberkörper parallel Richtung Boden, Nacken lang, die Arme ziehen ein bisschen Richtung Decke mit, die Schulterblätter werden jetzt schön zueinander gezogen. Fokus halten, einatmen, wieder zurückkommen. Das ist nicht so einfach. Die Beine sind auch wieder ganz aktiv, Steißbein eingerollt. Ja, also hier verschiebt sich auch wieder nichts und versuchen wirklich den Oberkörper so sauber wie möglich, ohne dass man nach hinten wieder, ne, sich verschiebt mit dem Steißbein, sauber wie möglich Richtung Boden in der Parallelhaltung zu kommen. Das stabilisiert wirklich die Wirbelsäule und auch diese aufrechte Haltung, weil man ja hier quasi etwas ungewohnt diese Länge des Rückens, die Länge der Wirbelsäule halten muss. In der Aufrichtung ist es ein bisschen einfacher, aber in der Parallelhaltung ist es ein bisschen schwerer, so diese Linie immer noch zu halten. Ja. Dolasana ist ähnlich wie der Bewegungsablauf, den wir eben aus dem Dreieck heraus kennengelernt haben. Diesmal aber bringen wir mal die Hände zum Hinterkopf, gefaltet. Du kannst auch gerne die Beine etwas mehr schließen, dann ist es einfacher. Es muss dann nicht mehr dieser Armlängenabstand sein in der Spreizung. Atmest ein, mit der Ausatmung gehst du dann Richtung rechtes Kniegelenk. Hält den Atem an und dann pendelst du 1, 2, 3. Einatmen, wieder hochkommen und nochmal hier ausatmen. Tief einatmen, ausatmen, senken, diesmal Richtung linkes Kniegelenk. Atem anhalten und pendeln.
Eins, zwei, drei. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, Arme senken. Dolasana ist die Pendelbewegung. Das ist wirklich schön, weil man so in der Dynamik die Rückseite der Beine verspürt und eine gute Vorbereitung ist für die Vorwärtsbeugen wie Janu Shasana oder Paschimottanasana, die wir auch noch kennenlernen werden im Laufe des Kurses. Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Wir werden diese Übung auch noch integrieren in der Lektionsstunde 12 und dann auch nochmal ordentlich anleiten und die Wirkung währenddessen noch ansagen, damit ihr da schön eintauchen könnt. Ja, dann viel Spaß und einen schönen Abend. Namaste.